Bowser Juniors Flammenflotte. Aber wollen wir gleich noch ein bisschen... Wollen wir heute nur Super Mario Galaxy 2 spielen, oder? Jetzt gleich noch ein bisschen Tears of the Kingdom. Aber dann müsste ich die Capture-Card und alles wieder umstecken. Auch ätzend. Colla Karambolus, Bauchkringebullus. Stimmt, wenn ich jetzt wieder dann wechseln will zwischen Mario und Zelda, muss ich die ganzen Konsolen wieder tauschen, ne? Mit der Soundkarte, mit der Capture-Card, Aber gut, ist eigentlich ja keine große Sache, aber ist halt Arbeit, so. Und wer will schon arbeiten? Geh weg mit deinem Feuer. So töten wir die, okay. Komisch, dass wir die nicht töten können, wenn wir auf die draufspringen, so bei dem krassen Helm, die aufhaben. Kamek! Da habe ich ihn totgeschrien. Musste einmal sein, damit ich ihn erschrecke, der gestunt ist und nicht mehr weiß, was abgeht. Oh, Kometenmünze! Moment mal. Die müssen wir uns aber mitnehmen. Starke Leistung, Mario. Genau, so wollten wir das machen. Yay! Nice. Knochen trocken. Scheiß auf die Münzen, brauchen wir nicht. Oh, Sternteile. Oh nein! Sternteile verpasst. Sternteile brauchen wir, wir brauchen viele Sternteile. Glück gehabt. Kleiner Tipp, dreh dich im Spiel. Ist nicht wahr. Nein. Ich glaube, wir machen heute mal nur Super Mario Galaxy und dann beim nächsten Mal oder so wieder Tears of the Kingdom. Dann stecke ich nämlich wieder nach dem Stream heute, also sprich dann für den nächsten Stream dann die Capture Card und die ganzen Konsolen wieder um. Und dann beim nächsten Mal aber auch nur Tears of the Kingdom oder im Wechsel jetzt Tears of the Kingdom mit Hogwarts Legacy? Ach, irgendwie so, ich weiß es nicht genau. Wir müssen mal gucken. Vielleicht wechsle ich die Spiele aber auch gar nicht mehr, sodass wenn wir drei Spiele am Laufen haben, immer einen Tag das komplett, einen Tag das komplett, einen Tag das komplett. Damit wir auch mal ein bisschen mehr von einem Spiel schaffen. Muss ich mir auch nochmal überlegen. Hatte ich mir auch nochmal so überlegt, ob wir das vielleicht ein bisschen ändern wollen, aber ja. Aha, bist du also wirklich so weit gekommen? Ich brauche Papas Hilfe nicht, um mit dir fertig zu werden. Colla Karambolus Kampumplum, dein Abendessen ist fertig, aber denk dran, auf deine Bauchringe aufzupassen. Aber ich habe so viele Bauchringe und so große. Die waren teuer. Was kommt jetzt? Mordremos. Okay. Ich verstehe schon, wo wir ihn treffen müssen. An den roten Ringen, an den Bauchringen. Fragt sich nur, wie. Ich weiß nur, wie wir da dran kommen sollen. So schon mal nicht. Okay. Aha, so. Nee, Moment. Hä? Ah. Oh, wir waren zu langsam. Uiuiui, au, wir müssen. Au! Okay. Wir müssen alle Bauchringe wegkriegen, damit wir denen einen Schaden geben oder so. Ich glaube schon. Oder auch nicht. Der hat 9 Ringe. 3 ist eine Phase, 6 ist eine Phase, 9 ist kaputt. Kann auch so sein. Noch einmal wieder hier das Herz auffüllen. Nein, nicht weg, nein! Er hat uns getroffen. Ja, frisst du dich mal durch den Planeten, du Pisser. Hallo! Sei nicht so schnell. Oh. Leute, ihr habt uns echt getroffen. Ich werd nicht mehr. Ja, lächerlich. Ja, wie sollen wir den denn treffen, wenn der einem hinterherkommt? Hä? Okay. Check ihn nicht so ganz.
Jetzt müssen wir ja irgendwie weg. Ja, so in etwa. Okay, sie sah jetzt gar nicht immer so verkehrt aus. War's schon? Nein, der muss noch eine Phase haben oder so. Okay, das war's schon. Gib mir die Sternteile. Nein, lass nicht die Sternteile despawnen. Ah! Nicht die Sternteile despawnen. Nein! Wo ist die Antenne da? Nice. Komm her zum Sammeln. Hier können wir mal traden. Ein Sternteil für eine Münze. Okay, nice. Wuhu! Wo ist jetzt der Stern da? Boah, so einen großen! Ja, her damit! Groß, unser erster großer Stern! Ui, was passiert jetzt? Ein Weltentor wurde geöffnet. Aha. Du hast einen großen Stern erhalten. Koller Krambolus Bauchringkur. Bowser's Junior, bla bla bla. Du hast eine Kometenmünze erhalten. Okay. Weltentor. Du hast es geschafft. Du hast einen großen Stern zurückgebracht. Da kommt der Philo. Großartig. Die Kraft des großen Sterns erlaubt es uns, die nächste Welt anzusteuern. Ach so, wir müssen dann auch weiterziehen. Ah. Auf der Suche nach der die kostbaren Person sind wir damit einen großen Schritt vorangekommen. Oh, warte mal, Philo. Warte. Jetzt will euch der Philo Hallo sagen. Komm, Philo. Philo. Nein? Doch, komm. Ja, von hier. Komm mal hier rüber. Komm. Komm mal hier rüber. Philo, komm hier. Junge. Ja, komm. 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 Da will euch der Philo auch Hallo sagen. So. Hallo. Philo ist auch am Start. Mein Schatzekatze. Schatzekatze, ne? Weiter geht's. Auf durch Raum und Zeit in eine noch unbekannte Welt. Übernimm du das Ruder, Steuermann. Machen wir. Serena, danke schön für deinen Sub im 12. Monat. Boah, ein Jahr hast du jetzt auch schon gesubbt. Nice, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und Echineko, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Vielen Dank für deinen Follow, schön, dass es dir hier gefällt. Wow, sieh das mal an. Eine komplett neue Welt. Geil. Da habe ich gerade überall Katzenhaare im Gesicht. Es gibt hier vermutlich eine Menge weiterer Powersterne. Volle Kraft voraus, du bestimmst den Kurs. Vielen, vielen Dank euch beiden. Aber das ist halt... Oh, Rafiki, jetzt kommt der andere auch noch. Was soll ich denn jetzt tun? Hm? Was ist los? Was ist los? Hm? Hallo, Rafiki. Hat man gesehen, wie der Rafiki hochgesprungen ist? Oder? Dein Hintern. Du streckst immer deinen Hintern in die Kamera, Rafiki. Ja, da guckst du, ne? Aber Philo, wenn ich einen Controller in der Hand habe, dann kann ich ja spielen, wenn du auf dem Schoß bist, aber ich muss die Antenne irgendwie... Oh, das funktioniert so nicht. Ich weiß. Katschen, ja, richtige Katschen, ne? Philo habt ihr ja jetzt gesehen und hier. Tipp, da ist der Rafiki. Tipp, tipp, tipp. Der kleine Schwatte. Was ist das mit der Kamera? Ah, ich glaub schon. Ah. Aber der Rafiki kommt immer nicht gerne auf den Schoß, ne? Deiner süßer Schatz. Ja, Max Schoß nicht, ne? Der Philo mag Schoß viel zu gerne, aber ich kann so nicht spielen. Nicht mit der Antenne und der Remote, das geht nicht. Ja, bis gleich, Philo. Puzzle-Planken-Galaxie.
Du guckst jetzt von da zu, Rafiki? Ja, ne? Die Kitty ist auch da. Hallo Kitty. Moin, was geht? Wie geht's dir? Das Geheimnis des Bilderrätsels. Rätsel. Wir sind doch immer Beste in Rätsel. Ach du Scheiße. Das ist ja gar nichts für mich. Schon länger da, aber nur am Lauern. Okay. Oh, Sternmünzen. Aber es geht, ich hatte ja zuerst ein bisschen Bedenken so mit der Remote und mit der Antenne, so wie ich sie hier eingestellt habe, aber es geht erstaunlich gut. So können wir das auf jeden Fall weiterspielen, das Spiel, was mich mega freut, weil es einfach wieder unnormal geil ist, Mario Galaxy 2 zu spielen. Kleiner Tipp, drücke in der Luft Z um eine... Oh, diese Tipps können wir auch echt. Ich habe keinen Bu gehört. Warum geht das nicht? Achso, ich glaube, ich weiß, warum das. Ich glaube, der kommt verspätet. Vielleicht. Mal gucken. Ich bin nämlich nebenbei noch am Runterladen. Ich glaube, deswegen kam auch der Speedchat vorhin so verspätet. Scam. Ich glaube, der kommt gleich noch. Ich glaube, ja. Der braucht nur ein bisschen. Ich glaube. Mal gucken. Hallo, Wicklas. Au. Phew. Warum wird denn jetzt... Ja klar, wie soll ich denn jetzt die... Lol, was? Wie soll ich denn jetzt die Noten darum einsammeln? Moment. Oh je. Yeah. Nein, schlecht. Okay, vielleicht kommt der Bu auch nicht. Warum kommt der Bu nicht? Ich weiß nicht, warum der Bu nicht kommt. Oder ist er zu leise eingestellt? Ich weiß es nicht. Kam der vielleicht und wir haben es nicht gehört? Eigentlich ist er immer laut genug, ne? Ich weiß es nicht. Ach, und wir werden Super Bunny Man dann vermutlich nächste Woche irgendwann angehen, ne? Ich weiß ja nicht, wie lange das Spiel geht. Kann man das in einem Stream fertig spielen so? Oder wie lange dauert das? Wie lange geht das? Kennst du das Spiel? Weil wahrscheinlich kennst du das. Das hättest du ja nicht vorgeschlagen, ne? Aber, oder Marcel, wahrscheinlich nächste Woche, oder? Dass wir mal einen Tag mit anfangen? Oder wann willst du machen? Was hat der nochmal gemacht? Der hat uns einen Stern gegeben, ne? 70! Yo! Wo sollen wir denn so viele Münzen hierher kriegen? Hä? Achso, Moment, vielleicht gibt der uns? Nee. Kann ja nicht sein. Ja, der gibt uns halt ein paar Münzen, aber... Yo, 70! Macht das Sinn? Ich weiß nicht, woher wir die 70 Münzen hernehmen sollen. WTF? Denke schon, Neues. Moment, die Röhre. Da waren wir noch gar nicht drin, oder? Oh, hier gibt es Münzen. Moment. Hier wird es Münzen geben. Ja, ach du Scheiße, okay. Mal gucken, ob wir das aber auch schaffen, ey. Nein, was machst du? So schafft man die 70. Ah, okay, so schafft man die 70. Okay, nice. Okay. Jetzt können wir das mit dem Kirby-ähnlichen Luma machen. Wie Serena jetzt sagen würde. Badabam, bam, badam, badam, bam, 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 bam. Ich würde sagen, irgendwie muss es aber auch noch so eine Röhre, irgendwie so einen Bonusraum geben, weil, yo,
dahin hatte man nie und immer die Chance, 70 Münzen zu holen. Verwandlung! Ich hab dir die Punkte zurückgegeben, soll ja keiner sagen, ich will hier um deine Punkte betrogen werden. Hier wird niemand um seine Kanalpunkte betrogen, Kitty. Selbstverständlich nicht. Ja, keine Ahnung, warum der jetzt nicht kam. Kann sein, dass ich gerade noch nebenbei runterlade, dass der irgendwie, weiß ich nicht, da irgendwie gerade ein bisschen hinterherhängt oder das nicht mitbekommt. Ich habe keine Ahnung. Oh, Trampolin. Oh, Riesenmistkäfer. Baumwanze. Oh, muss das so sein? Oh. Ja, tot, stirb. Oh, der wird sauer. Er fliegt. Oh. Sternteile. Und er kackt Bomben. Das kann der Philo auch. Ja, wie soll man denn so schnell dahin? Nein. Timing! Noch ein bisschen eher. Oh. So, wegen 100 mache ich mir keine Sorgen. Eher wenn den 100.000... Ja, ja, ja. Hat den schon 100 Kanalpunkte für Kitty. Hä? Warum ist der so schief? So, hier ist er jetzt gerade geworden. Ne? Wird der jetzt immer... Wird der jetzt immer hier gerade? Wann... Ja, dieses Timing. Habt ihr gesehen, wie... Ich habe es im Blut. Das war ja ultra knapp, lol. WTF. Yo. Wann spielt ihr, Hase? Nächste Woche. Nächste Woche. Fangen wir damit an. Alter, was ist das für ein scheiß Boss? Ich meine, der ist nicht schwer. Aber das mit dem Timing ist ja Katastrophe. Wir wollten das nächste Woche anfangen. Boah, was ist das? Mache ich da irgendwas verkehrt? Gibt es hier irgendwie einen Trick, wie man das besser hinkriegt? Komm schon! Oh Gott, okay. Geht doch. Jetzt stirb und nicht noch irgendwie einen anderen... Scheiß... Okay. Ist dieses Hasespiel so ein Spiel, dass man... in einem Stream durchkriegt, oder ist das so ein mega langes Spiel? Wie lange geht das? Wahrscheinlich jetzt nicht sowas wie letztes Mal House of Ashes, was du dir gewünscht hast, was man so in 5-6 Stunden durchspielt, oder? Geht wahrscheinlich ein bisschen länger, ne? Raumschiff Mario kann jetzt noch weiter fliegen und noch weiter. Während du unterwegs warst, habe ich die Galaxienkarte ein wenig geändert. Schau sie dir einmal an. Wie jetzt? Hast du diesen Taut gesehen? Er brabbelt die ganze Zeit etwas von Post und Brief vor sich hin. Geh mal rüber und sprich ihn an. Dann hat das Gemurmel endlich ein Ende. Kommt auch an, wie gut ihr seid. Korb ist schwieriger, finde ich. Okay. Ja, aber wie lange ist es denn so? Kann man es theoretisch in ein paar Stunden durchhaben? Mario, ich habe eine Bestimmung gefunden. Aber ich meine, selbst wenn nicht, ist ja auch egal. Selbst wenn wir 2-3 Freitage oder Samstage oder was weiß ich nicht was spielen, ist ja auch nicht schlimm. Ich habe eine Bestimmung gefunden. Ich bin nur ein Brieftaut. Ich stelle Leute Briefe zu. Ist das nicht klasse? Und stell dir vor, der erste Brief ist für dich. Nein. Sportlicher Gedanke. Ja, hä? Warum? Ist doch so. Lieber Mario,
Ich bin gerade sehr weit weg von dir, aber es geht mir gut. Ich hoffe, dass wir uns schon bald wiedersehen. PS, diesem Brief liegt etwas bei, das du hoffentlich gebrauchen kannst. Diesem Brief lag ein... Oh, ein Leben bei. Schnüff, selbst Gefangenschaft, diese Prinzessin noch wunderbar fürsorglich. Wie rührend. Also dann, bis zum nächsten Mal. Und der hat jetzt irgendwas geblabbelt von Weltkarte anders und so, ne? Oh, wir haben schon wieder so viele Sternteile, wir können wieder ein paar abgeben. Nimm diesen Bonus, also so viele Sterne, vertraulich, da la la. Vier Sternteile. Jo, ich danke dir. Du bist Zinsen wie bei der Sparkasse, ich schwör's euch. WTF. Ja, echt herrlich ist das. Da sind ganz schön viele. Schau mal, ich habe das hier im Lager gefunden. Wäre das was für dich? Ja, damit. Vorhin gab es für 502 Leben. Schöne Brille, nicht wahr? Sehe ich mit ihr nicht aus wie ein echter Verwalter? Jo, und du nimmst jetzt unsere Sternteile, weil du mit unseren Sternteilen da verwaltest, kannst du dir jetzt Brillen leisten, oder was? Junge. Oh, okay. I see. Dies ist die Weltkarte. Dank der Kraft der großen Sterne reisen wir durch Raum und Zeit. Wir können eine weitere Welt bereisen, sobald du soweit bist, Steuermann. Okay. Ja, was soll das? Ich bin verwirrt, aber ist egal. Wir bleiben... Nein, ja. Ja, bleib mal da drin. Ja, und das war auch ein Stern, den wir eigentlich ursprünglich gar nicht haben wollten. Wir fliegen da nochmal hin und holen den ersten Stern. Bam, 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 bam. Das Geheimnis des Bilderrätsels. Genau, das war das eigentliche Level, was wir wollten. Sieht ja ganz schön gefährlich aus. Yes. Yeah! Ja, wenn uns jetzt die Wiggler nicht stören, schaffen wir auch dieses doofe... Schaffen wir auch das doofe... Große Münzen... Noten-Dingsbums. So. Genau, hier war das drin. Ja, was soll das denn? Ja, keine Ahnung, also... Wie soll man denn die Noten kriegen? Unmöglich. Oh, man kann die doppelt einsammeln, aber ja, ist jetzt eh vorbei. Junge, die Wickler, die gehen aber auch extra genauso wie so Hurensöhne hier lang. Unfair. So, was macht der hier? Okay. Bam, bam, bam. Au. Okay, hier war der Extra-Stern, right? Mein schon. Ob ich das jetzt noch weiß. Aber ich glaube schon. Und dann müssen wir den Sternring nehmen, um den ersten Stern zu bekommen. Genau, das war nämlich das war nämlich der Luma, der die 70 Münzen, Geldmünzen haben wollte. So, dann stampfen wir die einfach mal wieder auf die andere Seite. Ja, sie schneiden das einfach kaputt. Das heißt, dass wir dürfen da nicht stehen? Oh, es geht einfach wirklich weg. Hell. Nein, die Kometenmünze. Ich raste. Oh nein. Wir müssen schneller sein. Ich habe zu spät gesehen. Aber wenn die halt weg gewesen wäre, die Münze, hätte ich mich doch eh sterben lassen, um da nochmal dran zu kommen. Da war ja eh ein Checkpoint vorne. Ja, ich hab's nicht gesehen.
So. Geh weg. Das klappt jetzt auf uns runter? Nee. Bandsprung. Aber von rechts nach links bitte. Die muss man halt schnell sein. Eigentlich, wenn man es weiß, in Ordnung. Oh, was sind das für kleine blaue Kürbisse? Warte, Moment, Moment. Hier einmal nicht zu weit stampfen. Und dann? Ja, easy. Oder schon wieder so ein Gefräß. Ach nee, das ist der Shop. Den brauchen wir nicht. Wir nehmen keinen Shop. Kein Shop für uns. Nein. Wir nehmen kein Leben oder und kein Dings für 30 Sternteile. Nein. Puh. So, jetzt muss man nur das hier mal hinkriegen, ne? Ja gut, wenn es nicht so dramatisch schwer ist, dann geht's ja noch. Mal schauen. Weil hier wird ja sogar angezeigt, wo man stampfen muss. Ja, dann ist ja super easy. Ah, fast schon ein bisschen beruhigt. Alles fair damit. Jetzt spawnt hier so ein Käfer. Ja. Einer ist gut. Das war ja noch nicht dein erstes Leben jetzt. Er wird sauer. Nein, nicht getroffen. Bleib hier. Ja. Das war ja der... Was? Okay, da war ja mit der lächerlichste... Gegner, den wir jetzt... Endgegner, den wir bis jetzt hatten. Weltenboss, Planetenboss, Stinkkäfer, Mist. Badabam. Badabam, bam, bam, bam. So, weiter. Immer weiter, immer vorwärts. Ja, her damit. Wasserfall oder rollende Kugelaugen? Riesenwasserfall. Immerhin damit. Nur ein Stern und eine Kometenmünze, okay. Also bestimmt wieder so ein. Mehr so eine Art Minigame. Raketenraser dank Turbopfeffer. So, eine Mini, so ein Minigame-Planeten vermutlich, oder? Was ist das? Die Pepperoni. Nee, Pfeffer. Links war eine große Münze. Ja, ist so ein Minigame. So ein Minigame-Planet. Ist aber cool, glaube ich, hoffe ich. Yoshi? Okay. Habe ich jetzt nicht erwartet. Weil Yoshi hier hoch kann und... Hä? Was? Oh, ja. Uiuiuiui. Immer mit der Ruhe hier. Boing, boing. Hallo. So, kannst du jetzt wieder klar denken? Sehr schön. Ich wollte nämlich die Sternteile noch mitnehmen. So, hier links war eine große. Hier müssen wir auch irgendwo die Kometenmünze wahrscheinlich einsammeln. Da müssen wir auf jeden Fall die Augen offen halten. Oh! Sehr gut gemacht. Okay. Boah, so viele Sternteile. Halt Augen auf. Augen offen halten nach Kometenmünze. Oh, da müssen wir schnell sein. Moment, nein, wir müssen in die andere Richtung gucken, ansonsten zischen wir in die andere Richtung. In die falsche. Boah, diese Lenkung ist aber echt scheiße. Nicht so scheiße wie bei... Oh ja. Oh, nicht so scheiße wie bei... Mario Odyssey, bei dieser einen Feuerflammenblume. Aber... Trotzdem schwieriger, auch nicht schon wieder. Jetzt müssen wir auch noch zweimal... Ah ja, klar. Ja, wie? Einfach nur wie. Wie soll das alles so schnell gehen? Wie soll das so schnell gehen mit Yoshi? Ich verstehe es nicht. Ja, keine Ahnung.
Ich kann diese Bonus-Level mit Yoshi nicht. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Oi. So. Oh. Ja, wo ist Kometenmünze? Aua. Ich hab nur Augen für die Kometenmünze. Und am Ende verpasse ich sie doch. Oh nee, was will er denn? Nein, wie viele will er? Bitte nur 20 oder so. 30! Shit, das war klar, ey. Ah, uns fehlen 5. Hätten wir bei der einen Münze mehr mitgenommen. Oh, okay, können wir gleich nochmal umdrehen oder so? Wartet mal. Können wir jetzt noch ein paar Münzen hier einsammeln? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh! Jan, moin! Alles klar! Einmal, selbst, ja, Freili. Genauso muss das gemacht werden. Das machen wir jetzt nochmal. Nichts ist unmöglich, Toyota. Oh, Moment, ich kann umdrehen. Moment, wir machen das jetzt nochmal eben. Autsch. Ich wollte eh nochmal runter, ist nicht so schlimm. Nur nicht sterben. Huhu. Okay, alles gut, Moment. Das sind zwei. Scheiße, wir können. Nein, es fehlen 3 Stück. Ich versuche nochmal eben zurückzukommen. So, haben wir noch irgendwo Münzen? Da ist noch eine. Noch eine, so. Oh, uns fehlt eine einzige. Willst du mich verarschen? Ich glaube, ich will mich nochmal sterben lassen. Machen wir mal. Oh, da verlieren wir auch alle Münzen. Okay, das ist eh RIP. Okay. Ich dachte, wir... Ja, okay. Okay, wir verlieren alle Münzen, wenn... Oh, wenn wir sterben. Hi. Okay. Jo, was tust du denn jetzt? RIP. Da müssen wir gleich hier nochmal rein. Scheiße, ey. Ripperino. Ja, wie man das halt auch direkt im Winkel schaffen soll, ist mir auch ein Rätsel. Oh. So. Mist, obwohl wir hätten... Oh, ich bin so doof. Wir hätten ja auch hier weitergehen können, ne? Und wahrscheinlich... Eieiei. Wir müssen noch ein paar Münzen bekommen. Oh, bitter. Egal, dann gehen wir hier gleich nochmal rein. Ist ja auch nicht so schlimm. Ach, scheiße, auf das Leben. Sofort einfach den Stern treffen. Wir hätten da noch... Münzen kriegen können und dann hätten wir den... Nein, hätten wir den bezahlen können. Es geht nicht alles, wenn man will. Nein, das geht nicht. Ich will nämlich auch ein Lotto gewinnen. Den tut's irgendwie auch nicht. Ich will unbedingt, dass Schalke Meister wird. Wird aber auch nicht passieren. Geht halt nicht. Bringen wir ja die besten Beispiele, ne? Oh! Es ist zum verrückt werden. Jetzt nimm den Stern! Boah, geht doch. Müssen wir nochmal in das Level. Ein Stern, ein... Wahrscheinlich gibt der uns einen Stern, ne? Der Luma. Das müssen wir machen. Nach 30.000 Anläufen. Ach, das ging doch noch.
Das ging doch noch voll klar. Mario, ein Brief! Schon wieder? Einladung. Der Wanderaffe. Ich bin ein legendärer Spieleprofi. Es gibt ein neues Spiel, in dem du dich mit mir messen musst. Triff mich in der Wattenwolkengalaxie und wir finden heraus, was du drauf hast. Okay.